Hallihallo, heute wieder eins meiner berühmt-berüchtigten Grundlagen-Videos. Grundlagen zur Bedienung von Ubuntu, und zwar so grundlegend, dass sich manch einer vielleicht gar nicht traut, das zu fragen. Gut, ihr seht vielleicht meine Videos, denkt, da sind nur Experten unterwegs und das kann ich doch nicht fragen, aber es trauen sich Leute zu fragen, das ist auch gut so. Weil speziell diese Frage kam auch im privaten Bereich mal an mich und ich war erstmal etwas verblüfft. Worum ging es? Ich hatte jemanden im privaten Bereich, einer Dame, Ubuntu installiert und funktionierte, alles getestet, wunderbar. Dann kam sie auf mich zu und sagte, das geht gar nicht. Das Ad funktioniert nicht. Und ich natürlich sofort hin zum PC, Alt, GR und Q. Ich sag, geht doch. Und sie... Hä? Ich sag, wie, hä? Was drückst denn du da für die Taste? Alt, GR und Q? Ich sag, wie immer. Genauso wie unter Windows. Sie... Nö. Ich sag, wie, nö. Da drück ich immer was ganz anderes. Was denn? Steuerung, Alt und das Q. Hä? Windows. Steuerung, Alt, Q, tatsächlich das Ad erscheint. Ja, Windows, Steuerung, Alt und Q, das Ad erscheint. Normalerweise drückt man auch dort Alt, GR und Q. Alt, GR und Q. Und das Ad erscheint. Genauso wie das Euro, Alt, GR und Euro. Alt, GR und E, Eurozeichen. Geht aber auch mit Steuerung, Alt und Euro. Steuerung, Alt und E gibt auch das Eurozeichen, aber nicht unter Ubuntu. Gut, Alt, GR und das Ad, ja, das Q, wunderbar. Alt, GR und E, Euro. Also immer Alt, GR und Ad geht, Alt, GR und E geht, aber es geht nicht Steuerung, Alt und Q. Steuerung, Alt und Q. Nix. Was ist mit dem E? Steuerung, Alt und E. Auch nix. Gut. Das war des Rätsels Lösung. Und ist mir dann schon mehrfach begegnet. Was unter Windows auch so war. Früher war, man konnte auch Alt. Und wenn man den ASCII-Code kannte. Alt. Und dann die 064 zum Beispiel war auch das Ad Alt 064. Ad. So. Also das war jetzt das in Kombination Windows Alt 064. Jetzt machen wir das unter Ubuntu. Ich drücke wieder Alt 064. Alt 064. Nix. Nada. Da drücken wir Steuerung, Shift, U, 4, 0. Steuerung, Shift, U, U wie Unicode. 4, 0 ist der hexadezimale Code von dem Ad, Enter. Und wir haben das Ad-Zeichen. Was mit den Euro? Spätestens wer da noch gegähnt hat und gelacht hat, wird sich jetzt fragen, ja, okay, wie mache ich das jetzt mit dem Euro? Was hat das denn für ein Hexcode? Jo. Steuerung, Shift, U, 20, A, C, Enter. Musste ich auch erstmal nachschauen, ich gebe es ja zu. Ja? Steuerung, Shift, U, Unicode, 20, A, C, Enter, Euro. Gut. Das heißt, es gibt keine Fragen, die man nicht stellen sollte. Und es gibt keine Fragen, die man nicht beantworten sollte. Hier mal wieder eine grundlegende Frage. Drückt einfach, egal welches Betriebssystem, Alt-GR und das Q für das Ad, Alt-GR und E für das Eurozeichen. Ich hoffe, hiermit geholfen zu haben. Verweile mit freundlichen Grüßen und tschüss.